Mein Name ist Ralf Meyer. Ich bin Betriebsleiter vom Betrieb Hamburg Öl. Hier auf dem Betriebsplatz in Sinsdorf ist es ungefähr vor ca. 30 Minuten zu einer Verpuffung gekommen. Die ist zustande gekommen, vermutlich infolge von Schweißarbeiten an einem Behälter, der verbunden war mit einem Hochtank. An dem Hochtank sind ca. 3 bis 5 Meter vom Tankdach aufgerissen. Es ist etwas Öl ausgetreten, welches sich im Tankfeld entzündet hat. Bei der Verpuffung sind 2 in der Nähe befindliche Mitarbeiter umgeworfen worden, sind ins Tankfeld gestürzt, haben sich verletzt. 2 weitere Mitarbeiter, die zwecks Schweißarbeiten in einem Behälter waren, sind durch den Rückschlag ebenfalls verletzt worden. Synchron zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Die intakten Tanks wurden mit Wasserwerfern gekühlt, um eine Ausbreitung zu verhindern. Es wurde eine Wasserversorgung aus einem Löschwasserbehälter aufgebaut, um damit das TLF-Fließstück einzuspeisen. Ja, Wasserversorgung zum Hause des Stiefs. Einstrom habe ich jetzt bald für dich. Ganz verstanden, ich melde dich. Komm, Ende. Die Aufgabe des Tanklöschfahrzeuges war die Brandbekämpfung des brennenden Tanks mit Löschern. Schmier 210.